Ihr seht hier die Topscorer. Enes Rezepi mit 6 Scorerpunkten, das ist uns ja auch schon aufgefallen. Tim Bolt ebenfalls. Alles nachzulesen. Fürbecup.de, nicht nur unser Livestream, auch Tabellen, die Scorerliste, alle Ergebnisse des Tages. Alles für euch abrufbar in Echtzeit. Und wir freuen uns jetzt auf das vorletzte Spiel heute Abend. Schalke 04 gegen Hertha BSC Berlin. Und immer wenn Hertha spielt, ist das spannend, weil sie gehören hier in ihrer DNA zum Turnierfavorit. Oh, und haben hier richtig was liegen lassen. Mike Akumu. Der war schon drin, quasi. So, da kommt er wieder. Akumu. Stark pariert von Marcel Biskup. Die erste gute Aktion der Schalker und das 1:0 für den FC Schalke 04, Mika Nala. Stark durchgesetzt, Spiel über die Bande. Und dann zur Führung, da hat Pasa Aydoğan noch versucht, den Abpraller zu klären für die Hertha. So, jetzt hier. Konsequenter Aydoğan. Da haben wir Berlins Akumu. Starker Auftritt bis hierhin. Sehr auffällig, der Berliner. So, 4-Sekunden-Regel überschritten. Dann der Riesenbock, von Christian Seibert im Aufbau. 2:0. Passiert. Julian Becker trifft damit zum 2:0. Also im Aufbau einfach quergelegt. Becker in die Füße. 2:0 Schalke. Die Hertha ja bei den beiden letzten Ausgaben 2020 und 2023 jeweils im Endspiel. Und nicht nur das. Stellten auch die Topscorer 2023 Patrice Kovic und Kian Todorovic. Beide sind noch in der U19 bei Hertha aktiv. Ebenfalls 2023 der beste Torwart war Burak Özkanli, auch für die Hertha. Damals U16-Nationaltorhüter, er jetzt zwischen den Pfosten für die U17 der Hertha. Die Schalke an der ganzen Turnierhistorie bei 18 Teilnahmen stellten noch nie den besten Torhüter, noch nie den besten Topscorer. Auch nicht, als Manuel Neuer 2002 hier in Lübeck spielte. Neuer also nicht besser Torhüter des Turniers. Sollte seiner weiteren Karriere nicht schaden. Starker Abschluss hier von Pierre Ecken. Da haben wir die Schalker Bank mit ihrem Trainer Michael Eppers, 32 Jahre.
seit Sommer 2022 Cheftrainer der U16 in Trier geboren. Seit 2017 bei Schalke 04. In der knappen Schmiede, wie die Jugendabteilung ja heißt. Stürmer vor dir entschieden. Lennart Halditi deswegen zurückgepfiffen. Und da haben wir die meisten Menschen kennen. Ante Kovic, 48 Jahre, eine ganz besondere Geschichte. War ja der Nachfolger von Pal Dardai, während hier der Treffer für die Hertha fällt. Torschütze Ali Jaber. Klasse Ballgewinn hier, dann aus spitzem Winkel vollendet. Also Ante Kovic, Trainer der Profimannschaft in der Bundesliga. Von Sommer 2019 bis November 2019. Sein Nachfolger wurde Jürgen Klinsmann. Und als Kovic entlassen wurde, war er kurz raus, hat sich kurze Bedenkzeit geboten. Dann gab es ein Banner in der Fankurve von Hertha BSC Berlin, die gesagt haben, Kovic ist und bleibt Herthaner. Und nun ist Ante Kovic wieder Jugendtrainer. Er hatte vorher die U23 übernommen. Dort hat man für den Sommer eine Veränderung vorgenommen. Und selbst das macht Ante Kovic mit, ist jetzt Trainer der U16, weil es ihm um den Verein geht. Also einzigartige Geschichte, gerade in der heutigen Zeit. Deswegen größten Respekt und toll, dass er hier ist, Ante Kovic. Uneitel. Ihm geht es um den Club, und zwar nur um den Club. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Foul gefordert, Jasper Ehlers kann dem inhaltlich folgen und deswegen gibt es Freistoß für Schalke 04. Knapp 6 Minuten vor Ende der Partie. Intensives Duell nochmal. Ja, Überzahlsituation. Er will es selber machen. Er will es selber machen. Da hat er den Ball, glaube ich, nach dem Drilling ins Zentrum. Das war ja richtig, dann querlegen können. Ali Jaber eben. Torschütze zum 1:2. So, jetzt die große Möglichkeit zum 3:1. Verpasst. Da ärgert er sich. So, nächster Ballgewinn. Und jetzt der Treffer für die Berliner. 2:2. Sehen wir allein nochmal. So, Spieleröffnung hier von Seibert. Und dann die Abnahme. Wunderbar gemacht. Torschütze Niklas Hildebrand. Und da ist Hildebrand wieder vorne. Hildebrand wie ein Mittelstürmer. Zum 3:2 für Berlin. Stark aus der Drehung, direkt genommen. Überragend, überragend. So, Akumu kommt ins Stocken. Konter, der Schalker läuft. Starke Einzelaktion, starke Einzelaktion. Das Spiel hat nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Wir haben richtig Musik drin. Beide wollen. Hier ist nichts mit Hotelbuffet und Abendessen. Hier ist jetzt Vollgasfußball angesagt. Stark geblockt. Nächste Aktion. Abstoß. Oh.
Oh, Foulspiel. Ja. Unabsichtlich, aber korrekte Entscheidung. Guter Ball. Starke Aktion und fast das Tor. Enoch Adelinu. So. Ah, da wollte Hildebrand ein bisschen viel in den Gegner reingedreht. Etana, sie sind ein Phänomen. Gegen den Tabellenfünften der Westfalenliga, die Schalker. Hertha nur mit einer mäßigen Saison, Tabellenneunter in der Regionalliga. So, 2 Minuten. Bevor wir gleich dann in das große Finale gehen, der VfL Bochum gegen RB Leipzig, unsere letzte Partie des Tages. Das heißt, in rund 20 Minuten endet dann unsere Übertragung hier aus Lübeck. 1,5 Minuten. Der Treffer aus der Distanz. Keine Chance für Christian Seibert im Tor. So, Hertha macht nochmal Feuer. Stark abgezogen. Julian Becker. Also Schalke steckt nicht auf. Schalke gibt nicht auf. Und Schalke will mehr. Schalke will den ersten Sieg im Turnierverlauf. Geblockt. Wichtiger Block. Nächster Abschluss. Julian Becker. Der arbeitet sich auch da ab. Es ist Wahnsinn. So, jetzt die Hertha nochmal mit dem Abschluss. Außennetz. Diyad Gashi mit dem Abschluss. 28 Sekunden. Gibt es noch einen Gewinner? Gibt es hier einen Lucky Punch? 3-3 steht's. Sie arbeiten. Sie arbeiten ohne Ende. Foulspiel von Semih Mütje. Der Lupfer pariert von Marcel Biskup. So, 9 Sekunden. Wichtiger Block hier von Pierre Eken. Hertha geht mal Angriff. Das war's. 3-3. Packende Partie.